Am Fuße des Meinsberger Berges befand sich bis zum Februar 2013 das Deutsche Haus. 1862 wurde es als Meinigs Gartenrestaurant eröffnet. Der Eigentümer nannte es später in Schweizertal um. 1876 kaufte es der Bauunternehmer Seidel und es wurde zum Tanzsaalgebäude ausgebaut. In dieser Zeit muss es seine endgültige Gestalt erhalten haben. In den 1950er Jahren diente der Saal als Lager für den VEB Sitzmöbelwerke Waldheim. Die Gaststube war die Fahrschule des Kraftverkehrs Waldheim. Im Februar 2013 erfolgte der Abriss. Pläne, das Gebäude zu erhalten und wieder der Nutzung als Gaststätte zuzuführen, scheiterten. Die entstandene Lücke wird jetzt zu Parkplätzen umgebaut.